Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Und heute kommen wir wieder zu Robus Tycoon Kit. Und da wurde wieder eine Frage gestellt, und zwar, wie man Meshes droppen kann. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn wir jetzt beispielsweise mal in den ersten Dropper reingehen, in die Mine, dann finden wir hier in der Config-Datei Meshes. Da müssen wir dann auf Enabled gehen und machen hier unten einen Haken rein. Dann habt ihr eine Mesh-ID und eine Mesh-Textur. Im nächsten Schritt nehme ich mir einfach hier zum Beispiel eine Pistol. Mit der Pistol funktioniert das immer am besten, weil da gibt es genug Meshes. Und wir nehmen uns das hier. Das ist doch mal ein perfektes Mesh, oder? Ja, perfekt. Damit arbeiten wir. Und das Einzige, was wir hier drin brauchen, ist hier hinten die Endung der Nummer. So, das ist schon mal die Mesh-ID. Die fügen wir uns hier ein. Und dann gehen wir nochmal auf die Pistol und nehmen uns in dem Mesh nochmal hier unten die Mesh-Textur. So, die kopiere ich mir einfach hier raus. Die packe ich dann natürlich hier in Textur-ID rein. Kann das Ganze schließen. Und ich gucke mal eben ganz kurz, ob die Drops aktiv sind. Nee, steht noch auf Income, deswegen gehen wir auf Dropper. Ich setze nochmal ganz kurz den Spielstand zurück auf 1. Und habe ich die API an? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Gucke ich auch mal eben ganz kurz nach. Die API ist an, das ist perfekt. So, dann können wir einmal auf Play gehen. Dann laden wir uns einfach einen Slot. Ich nehme jetzt einfach den ersten Slot. Und gehe dann hier vorne an die Mine. Und wenn ich einmal drücke, sieht man, dass da eine Pistole rauskommt. Also, theoretisch ganz, ganz einfach. Und so kann man mit Meshes arbeiten und die Meshes auch droppen lassen. Das war's mit diesem Video und mit dem kleinen Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao.